Im gesamten Jurassic-Universum gibt es eine schiere Masse an Raptoren. Es gibt zum Beispiel die Oviraptoren, es gibt die Velociraptoren, es gibt einen Indoraptor oder auch einen sogenannten Pyroraptor. In diesem Video werde ich jetzt zusammen mit dem Twitch-Chat live alle Velociraptoren aus dem Jurassic-Universum ranken. Hierbei möchte ich aber von vornherein klarstellen, dass es bestimmte Raptorengruppen gibt, die ich von Anfang an in eine Gruppe packe, wie zum Beispiel alle Velociraptoren aus Jurassic World. Der Grund dafür ist ganz einfach der, dass ich mir hierbei gedacht habe, dass die sich dann doch alle sehr ähnlich sind und ich die nicht komplett sinnlos auseinanderklabustern möchte und deswegen wird das Ganze eben so ablaufen. Insgesamt werden wir ganze 10 Raptoren ranken. Was ihr jetzt hier auf YouTube aber nicht sehen könnt, ist, dass der Chat parallel zu der Videoaufnahme hier seine eigenen Tipps oder seine eigenen Rankings abgibt. Auf einige dieser Rankings werde ich am Ende des Videos mit eingehen. In diesem Sinne, lasst uns anfangen und viel Spaß mit dem Video. Bevor das Video losgeht, ist es noch ganz wichtig, euch zu erklären, was denn hier wirklich gerankt wird. Ich habe jetzt hier gesagt, wir ranken 10 Plätze von Raptoren aus dem Jurassic-Universum. Um genau zu sein, gehen wir hier auf die Designs, also das Aussehen der verschiedenen Raptorenarten ein. Wie immer bist auch du am Ende des Videos gefragt, schreib mir auf jeden Fall dein Ranking und deine Meinung zu meinem Ranking in die Kommentare. Platz Nummer 10 ist bei mir ganz klar der sogenannte Oviraptor. Warum? Weil er eigentlich gar keine große Rolle spielt, beziehungsweise gar keine Rolle spielt. In der Kinofassung zu Jurassic World Dominion sieht man den lieben Oviraptor nämlich zum Beispiel kein einziges Mal, meine ich mich zumindest erinnern zu können, während er in der Extended-Version ganze 2 Auftritte hat. Zum einen sehen wir den Oviraptor im Prolog zu Jurassic World Dominion und zwar ganz am Anfang, als die Geschichte uns noch 65 Millionen Jahre in die Vergangenheit schmeißt und der Oviraptor ein Ei aus einem Nest klaut. Im späteren Verlauf der Geschichte von Jurassic World Dominion sehen wir den Oviraptor dann nochmal, wie er von einem anderen Dinosaurier den Kopf abgebissen bekommt und das war's dann auch wirklich. Deswegen ganz klar für mich Platz 10, weil der Dinosaurier wirklich weder vom Aussehen her wirklich imposant ist, noch irgendwie was Produktives zum Film mit dazu beiträgt. Auf Platz Nummer 9, und jetzt wird schon sehr kontrovers, und ich weiß, dass da sehr viele von euch widersprechen werden. Auf Platz Nummer 9 habe ich die Velociraptoren aus Jurassic World gesetzt, also Blue, Echo, Delta und Charlie. Und ich weiß, dass sehr viele von euch da draußen ja Blue extrem gerne haben, und irgendwie verstehe ich das auch. Blue ist der erste Raptor, der so ein bisschen einen Charakter bekommen hat, und das ist auch schon eine ganz schöne Geschichte. Allerdings muss ich sagen, mir gefällt das Charakterdesign oder auch das optische Design von diesen Velociraptoren nicht so wirklich. Ich bin der Meinung, dass man hier sehr stark erkennen kann, dass das Filmstudio, also in diesem Fall Universal, sich hierbei gedacht hat, naja, wir schauen einfach mal, wie wir am besten Spielzeuge vermarkten können und Blue und Co. passen halt durch ihre Farben sehr schön zu Plüschtieren und auch das Verhalten dann später, das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Ich muss sagen, generell hat Jurassic World für mich einen großen Fehler gemacht. Sie haben sehr viele Dinosaurier extrem verniedlicht und somit eben auch die Velociraptoren, deswegen für mich ganz klar und fair auf Platz Nummer 9. Auf Platz Nummer 8, und es geht glaube ich genauso kontrovers weiter. Wer hätte es gedacht, auf Platz Nummer 8 landen bei mir die Velociraptoren aus Jurassic Park 1. Hier dürft ihr mich nicht falsch verstehen, ich liebe die Designs der Original-Velociraptoren aus Jurassic Park 1. Allerdings muss ich sagen, dass die nicht wirklich Wiedererkennungswert haben, wenn wir uns spätere Designs der Raptoren noch einmal anschauen. Noch dazu haben spätere Filme eines besser gemacht. Man konnte Velociraptoren leichter voneinander unterscheiden. Das heißt, die haben andere Designs gehabt bei Männchen und Weibchen. Es gab größere Raptoren, es gab Raptoren mit Federn. Das sind quasi so die Standard-Raptoren und das ist mir tatsächlich ein bisschen zu Standard. So gerne ich diese Raptoren auch habe, sind die für mich ganz verdient auf Platz Nummer 8. Auf Platz Nummer 7 haben wir die Atrociraptoren aus Jurassic World Dominion. Allerdings muss ich jetzt hier ganz kurz sagen, nicht alle Atrociraptoren kommen auf diesem Platz vor. Denn ich habe mir jetzt hier die Atrociraptoren Red, Tiger und Panthera rausgesucht. Das sind quasi die drei eher rötlichen Varianten der Velociraptoren. Und hier bin ich ganz einfach der Meinung, dass wenn man sich Ghost anschaut, den vierten dieser Atrociraptoren, dann sind die anderen drei doch so ein bisschen verblassend in dieser Hinsicht. In einem Video, was ich euch bereits präsentiert hatte, das habe ich euch mal hier oben verlinkt, wo es um die Malta-Szene geht, da bin ich auf die verschiedenen Velociraptoren oder Atrociraptoren eingegangen und da ist mir halt aufgefallen, wie unfassbar verwechselbar diese drei Raptorenarten sind. Dennoch muss ich sagen, vom reinen Look her gefallen sie mir wesentlich besser als die Raptoren, die jetzt eben davor gerankt wurden.
Und deswegen kommen sie bei mir ganz klar auf Platz Nummer 7. Auf Platz Nummer 6 haben wir jetzt die Velociraptoren, die wahrscheinlich die meisten von euch wesentlich höher gerankt hätten. Immer wieder, wenn ich auf die Velociraptoren aus Jurassic Park 3 oder auch auf die Atrociraptoren zu sprechen komme, schreibt ihr mir in die Kommentare, ich finde die Raptoren aus The Lost World Jurassic Park 2 immer noch am coolsten. Und genau die habe ich jetzt hier auf Platz 6 gerankt. Die Velociraptoren aus The Lost World Jurassic Park 2 sind definitiv mitunter der coolsten Raptoren-Designs aus dem gesamten Jurassic-Universum. Allerdings habe ich hier mit so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Ich meine, die sehen anders aus als die Velociraptoren aus Jurassic Park 1, aber auch nur irgendwie wie so eine upgradete Variante davon. Das heißt, wir haben jetzt hier einen hübscheren Look, aber ich finde, dass diese Velociraptoren aus Jurassic Park 2, The Lost World, doch irgendwie nur so die Raptoren aus Jurassic Park 1 ein bisschen verändert sind, wenn ihr wisst, wie ich das meine. Es gab eine Deleted Scene aus Jurassic Park 2, The Lost World, die haben wir auch schon behandelt, die habe ich dir mal unten in den Kommentaren verlinkt. In diesem Video habe ich einen Velociraptor behandelt, der auch so Tiger Streifen hatte und der sich dann doch sehr stark von dem Rest der Raptoren abgekapselt hat. Allerdings haben wir genau diesen Raptor im späteren Film eben nicht mehr gesehen und deswegen muss ich sagen, ja, die Velociraptoren aus Jurassic Park 2 The Lost World kommen bei mir definitiv auf Platz Nummer 6. Auf Platz Nummer 5 und jetzt kommen wir zu meinem ominösen, fast schon Lieblingsfilm, zumindest ist ja schon bekannt auch in der Community, dass ich ein Riesenfan von Jurassic Park 3 bin und ich zeige es in jedem Video, in dem ich auf Jurassic Park 3 zu sprechen komme, meine schöne Collection mit allen Jurassic Park Filmen mit dem schönen Spinosaurus vorne drauf. Um den soll es aber heute nicht gehen. Es geht ja heute um die Velociraptoren und auch die Raptoren in Jurassic Park 3 sind was ganz Besonderes. Zum einen haben wir zum Beispiel hier die weiblichen Raptoren, die Velociraptoren, die ganz in weiß gekleidet sind und das ist mal ein komplett neues Design, was mich damals sogar sehr fasziniert hat. Ich mag die Idee, diese Tiere auch komplett umzufärben und gerade diese weiße Farbe hat wirklich sehr viel Stil. Man kann sich jetzt streiten, okay, was ist cooler, die männlichen Varianten oder die weiblichen Varianten. Jetzt kennt ihr mit meiner Meinung, auf Platz Nummer 5 habe ich die weiblichen Velociraptoren gerankt. Auf Platz Nummer 4 hingegen, wer hätte es gedacht, landen die männlichen Velociraptoren ebenfalls aus Jurassic Park 3. Hier gibt es viele Leute, die sagen, die finden diese komischen Federn auf den Köpfen ziemlich blöd, also diese Antennen sind nicht ganz so cool. Kann ich nachvollziehen, allerdings muss ich sagen, dass ich halt ein Fan von der Farbgebung bin. Dieses schwarz, fast schon dunkelgrün, rote mit den Streifen gefällt mir einfach sehr gut und deswegen landen diese Velociraptoren ganz klar bei mir auf Platz Nummer 4. Jetzt kommen wir auch schon zu den Top 3 Raptorenarten aus der gesamten Jurassic-Reihe. Und wer hätte es gedacht, mir wird immer wieder vorgeworfen, oh Tobi, du meckerst ja nur über Jurassic World und Jurassic World Dominion, das redest du ja auch schlecht. Und ich finde, ich mache das nicht. Ich sage euch einfach nur, ich mag die Filme nicht sonderlich gerne im Vergleich zu der Originaltrilogie. Umso paradoxer ist es jetzt, dass meine Top 3 Raptorenarten allesamt, wirklich allesamt aus dem Jurassic World oder aus der Jurassic World Trilogie stammen. Auf Platz 3 haben wir hier nämlich einfach mal den Indoraptor. Ja, wir haben auch den Indoraptor mit dazu genommen, weil er eben auch Raptor im Namen hat und doch irgendwie auch starke Ähnlichkeit mit dem Raptor hat. Im Chat haben wir auch eben gerade noch besprochen, ob wir auch den Indominus Rex mit reinnehmen sollen, haben uns aber dazu entschieden, nein. In dem Indominus Rex steckt zwar auch Raptoren-DNA mit drin, aber mal ganz ehrlich, das ist kein Raptor, das ist eher Richtung T-Rex oder ähnliches, aber das ist kein Velociraptor. Aus diesem Grund haben wir uns jetzt eben den Indoraptor genommen und der ist hier auf Platz 3 gelandet. Warum? Das Design. Ich meine, hier geht es um das Design und was kannst du denn für ein cooleres Design machen als schwarz mit goldenen Streifen? Ich finde das einfach ein unfassbar schönes Design, ein furchteinflößendes Design. So muss eine Kreatur aussehen, so muss ein Monster aussehen. Und genau das war ja der Indoraptor gewesen. Er war ein Monster. Hier hat Universal wirklich super Arbeit geleistet bei der Erstellung dieses Konzeptes. Ich habe euch auch mal ein Video gemacht, wo wir die verschiedenen Konzepte der verschiedenen Indoraptoren mal besprochen haben. Das habe ich dir unten in der Beschreibung verlinkt. Ich bin froh, dass wir das am Ende bekommen haben. Mir gefällt der Indoraptor wirklich extrem gut. Auf Platz Nummer 2 haben wir die für mich größte Verschwendung an Raptor, die man sich überhaupt vorstellen kann. Als ich das erste Mal ein Bild von diesem Tier gesehen habe, dachte ich mir, geil, jetzt endlich bekomme ich eine neue Variante eines Raptor, die wirklich furchteinflößend ist. Ich weiß noch, damals wurde, also kurz bevor Jurassic World Dominion angekündigt wurde, wurde ganz klar gesagt, dass Colin Trevorrow eine neue böse Raptorenart herausbringen will, also quasi eine Raptorengefahr, da Blue und auch jetzt eben Beta ja keine
keine wirkliche Gefahr mehr darstellen. Die sind ja eigentlich eher die Guten geworden. Dann kam das erste Bild raus von Owen mit so einem befiederten, rot gefiederten Raptoren. Und ich dachte mir, okay, ist das jetzt eine Weiterentwicklung eines Jurassic Park 3 Velociraptoren? Und nein, das Ergebnis am Ende war der sogenannte Pyroraptor, also eine komplett neue Raptorenspezies, die zum allerersten Mal komplett in ein rotes Federkleid gehüllt ist. Ich glaube, wir können uns alle einig sein, dass dieses Design schon mindestens gut aussieht, oder? Es gibt jetzt wahrscheinlich keinen, der sagen würde, Mann, sieht das irgendwie schlecht aus. Und ich habe mir auch immer gedacht, okay, Raptoren oder auch ein T-Rex mit Federn, weil die Saurier hatten ja anscheinend früher wirklich so eine Art Fell oder Federn gehabt, das sieht doch irgendwie nicht cool aus. Das Design hier hat mir aber gezeigt, wie cool diese Kreaturen aussehen können, diese Tiere aussehen können, wenn sie wirklich auch akkurat zur damaligen Zeit dargestellt werden. Aus diesem Grund ist der Pyroraptor für mich vom Design her auf Platz 2 allerdings echt extrem verschwendet in Jurassic World Dominion. Und auf Platz Nummer 1, wer jetzt aufgepasst hat, wird es erraten haben, mein unangefochtener Platz Nummer 1 ist ebenfalls ein Velociraptor aus dem Jurassic World Film, den ich immer wieder als wahrscheinlich den schlechtesten Teil der gesamten Reihe betitel, auch wenn das viele von euch anders sehen. Dieser Teil beherbergt den für mich allerbesten, gruseligsten und irgendwo auch den schönsten Raptor der gesamten Jurassic-Reihe. Und das ist auch wieder ein Atrociraptor. Ich habe vorhin ja gesagt, dass ich die drei Atrociraptoren Panthera, Red und Tiger zusammengemischt habe. Ghost habe ich allerdings weggelassen. Tatsächlich ist Ghost bei mir auf Platz Nummer 1 gelandet. Ich habe das vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, als wir auf den weiblichen Velociraptor von Jurassic Park 3 zu sprechen gekommen sind, dass ich irgendwie diese weiße Farbe einfach mag. Ich finde diese Idee, die weiß zu färben, aus irgendeinem Grund sehr cool. Ghost hat dann aber auch noch zu allem Überfluss rote Augen bekommen und eine andere Statur als jetzt die Velociraptoren aus Jurassic Park 3. Bei Ghost hatte ich einen ähnlichen Gedanken gehabt wie bei dem Pyroraptor damals, als ich ihn zum allerersten Mal gesehen hatte. Ich dachte mir damals wirklich, okay, das ist das ultimative Design. Daraus werden die jetzt was machen. Das sind die neuen bösen Raptoren. Das sind die Antagonisten in diesem Film. Was sie dann aus Ghost & Co. gemacht haben, darüber lässt sich wieder streiten. Ich habe ja in dem Malta-Video auch schon darüber gesprochen, dass es eine andere Idee für die Szene gegeben hat und die hätte mir ein bisschen besser gefallen oder eigentlich viel besser gefallen. Was sie aus diesen Atrociraptoren gemacht haben, das war mir einfach zu wenig gewesen, aber vom puren Design her ist bei mir Ghost unangefochten auf Platz Nummer 1. Ich habe euch ja versprochen, da wir das ganze Video hier gerade wirklich live auf Twitch aufnehmen, dass ich euch auch mal die ein oder andere Ranking-Liste der Community, die gerade eben live mit dabei ist, vorstelle. Zum einen haben wir jetzt hier eine Ranking-Liste vom lieben Dan664477. Erstmal vielen Dank dafür, dass du dich dazu bereit erklärt hast, deine Liste hier preiszugeben. Du hast die Velociraptoren jetzt auch mehr oder weniger zusammengepackt. Du kommst insgesamt auf 6 Plätze, wenn ich das gerade hier richtig sehe. Du hast auf dem letzten Platz, auf Platz 6, hast du die gesamten Jurassic World Velociraptoren gerankt. Ja, muss ich wirklich sagen, ich finde die auch nicht so sonderlich genial. Ich habe die ja bei mir auch relativ weit hinten gehabt, auf Platz 9, einfach weil die Raptoren, finde ich, jetzt nicht irgendwie was Besonderes machen. Die sehen quasi aus wie die Velociraptoren aus Jurassic Park 1, nur halt anders angemalt. Gehe ich vollkommen mit. Auf Platz Nummer 5 hast du die Jurassic Park Raptoren gerankt. Ich habe die jetzt auch nicht sehr weit oben gerankt gehabt, aber auf Platz Nummer 5 ist ja quasi der vorletzte Platz. Aber auch hier muss ich sagen, meine Begründung hast du ja auch schon mitbekommen, die Raptoren aus Jurassic Park 1 sind einfach schon sehr generisch und sehr Standard. Deswegen, ich kann das nachvollziehen, ist wahrscheinlich auch gar nicht böse gemeint, aber da gehe ich auch irgendwo mit. Auf Platz Nummer 4 hast du die Raptoren aus The Lost World. Das ist auch in Ordnung. Die sind auf jeden Fall über den Raptoren aus Jurassic Park 1. Würde ich definitiv auch sagen, weil die einfach noch ein bisschen cooler ausgesehen haben und eben nicht mehr ganz so standardisiert waren, wie die eben aus dem ersten Jurassic Park Film. Auf Platz Nummer 3 hast du den weiblichen Velociraptor aus Jurassic Park 3 und auf Platz 2 hast du den männlichen Velociraptor aus Jurassic Park 3. Bei mir ist es ähnlich gewesen. Ich hatte den männlichen auch über den weiblichen gerankt. Wahrscheinlich bei dir eben auch wegen den Farben, der Farbgebung. Es geht hier rein nur ums Design, nicht um den Auftritt. Auch da gehe ich bei dir vollkommen mit. Dass du auf Platz 1 den Pyroraptor gerankt hast, finde ich sogar super cool. Ich war auch kurz am Überlegen, ob ich den eher auf Platz 1 setze, habe mir dann aber gedacht, nee, ich finde Ghost ein bisschen cooler. Du hast jetzt hier die Atrociraptoren gar nicht mit gerankt, aus Gründen, ist aber auch gar nicht schlimm. Trotzdem finde ich sehr interessant, dass wir doch in sehr vielen Punkten gleich auf sind. Also wir ranken bestimmte Raptoren-Spezies oder Arten. Und des Weiteren auch noch ein Riesendank an
an Eric3818. Du hast mir auch eine Liste zukommen lassen. Dein Ranking werde ich jetzt hier auch noch vortragen. Du hast auf Platz Nummer 10 hast du Beta gesetzt. Die kleine Beta, haben wir vorhin auch schon im Chat gelesen, ist ja hier auch von nicht gerade wenigen der mitunter wahrscheinlich beliebteste Raptor. Ich habe jetzt hier auch gelesen, ja, das ist ja noch ein Baby, das wäre so süß. Gehe ich auch vollkommen mit. Babys sind aber irgendwie immer süß. Ich finde, das ist immer so ein ganz fieser Kritikpunkt und deswegen würde ich Beta auch tatsächlich in einen Topf mit Blue und Co. werfen als Jurassic World Velociraptoren und deswegen auf Platz Nummer 10 finde ich ein bisschen krass, also, aber ich kann es irgendwo nachvollziehen, weil Beta halt wirklich, ja, vom Design her einfach nur Blue in klein ist. Auf Platz Nummer 9 hast du den Pyroraptor gelistet. Das heißt, du hast ihn auf den vorletzten Platz gesetzt. Der ist ja bei mir auf Platz Nummer 2 gelandet. Umso seltsamer, dass du auf Platz Nummer 8 einfach mal den Oviraptor gerankt hast. Trotz allem würde ich das Design vom Oviraptor niemals über den Pyroraptor setzen. Ich finde, da sprechen wir auf jeden Fall eine ganz andere Sprache. Da gehe ich überhaupt nicht mit. Auf Platz Nummer 7 hast du Blue gesetzt. Blue war bei mir wesentlich weiter hinten. Ich hätte Blue auch mit Beta irgendwie auf eine Linie gesetzt, aber du hast Blue ein bisschen höher gerankt aus, ey, ich kann mir die Gründe jetzt hier nur so zusammenreimen. Ich schätze mal aber auch aus, vielleicht sogar aus nostalgischen Gründen. Kann man bei Jurassic World schon aus nostalgischen Gründen sprechen oder von nostalgischen Gründen sprechen? Ich verstehe, warum viele Leute Blue einfach mögen, weil sie halt einen Charakter bekommen hat. Allerdings, ja, wie gesagt, ich bin da vom Design nicht ganz so überzeugt. Auf Platz Nummer 6 hast du die Jurassic Park 2 Velociraptoren und auf Platz Nummer 5 hast du die Raptoren aus Jurassic Park 1 gerankt. Das heißt, du hast die Velociraptoren aus Jurassic Park 1 über die aus dem zweiten Teil gerankt. Möglicherweise hier kann ich von Nostalgie sprechen. Da würde ich es komplett verstehen, wenn man eben sagt, ja, die Original-Velociraptoren sind einfach die geilsten und Punkt. Das würde ich auf jeden Fall verstehen. Auf Platz Nummer 4 hast du die gesamten Atrociraptoren gesetzt. Das heißt, Ghost, Red, Tiger und Panthera sind bei dir alle auf einem Platz gelandet. Platz 4 ist okay. Ich habe ja Ghost auf Platz 1 hochgerankt. Ich meine, ja, Platz 4 ist aber dennoch in Ordnung, weil sie doch sehr vergessenswert sind, was aber auch einfach an dem Auftritt liegen kann, den sie in Dominion hingelegt haben. Ich bleibe immer noch dabei. Ghost ist für mich unangefochten Platz Nummer 1. Auf Platz Nummer 3 hast du den Indoraptor gesetzt und jetzt kommen wir schon wieder näher zusammen. War der bei mir auch auf Platz 3 gewesen? Ich glaube nämlich schon, oder? Ich meine, ich habe den Indoraptor auch auf Platz 3 gehabt, weil er mir eben einfach auch sehr gut gefällt. Ich finde, den Kontrast zwischen schwarzer Haut und goldenem Streifen ist perfekt für dieses Tier. Jetzt kommen wir zu Platz Nummer 2 und Platz Nummer 1. Du hast auf Platz Nummer 2 der gesamten Raptoren-Ranking-Liste den männlichen Velociraptor aus Jurassic Park 3 und auf Platz 1 hast du die weibliche Variante gesetzt. Das hatte ich ja auch andersrum gehabt. Das heißt, du hast quasi eine komplett andere Liste als ich erstellt. Finde ich sehr cool und auch mal sehr interessant, wie jetzt Leute von euch die verschiedenen Velociraptoren-Arten und Spezies aus dem gesamten Jurassic-Franchise ranken. Nochmal vielen Dank an die beiden Community-Mitglieder, die mir ihre List zur Verfügung gestellt haben. Jetzt bin ich wie immer auf deine Meinung gespannt. Was sagst du zu dem ganzen Thema? Wie ist dein Ranking? Was sagst du zu meinem Ranking? Schreibt mir auf jeden Fall alle eure Gedanken und alle eure Listen in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich erstmal raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.